Quedlinburg, Stadt der starken Frauen. Den Anfang machte Mathilde. Mit 11 Jahren wurde sie erste Äbtissin des Quedlinburger Damenstifts und vertrat den römisch-deutschen Kaiser nördlich der Alpen. In der romanischen Stiftskirche liegt der erste König der Sachsen und Franken begraben, Heinrich der Erste. Gemeinsam thronen Stift und Kirche über Alt- und Neustadt. Über 1000 Jahre zählt die Altstadt. Und die Neustadt? Immerhin 800. Für die schmalen Gassen erfanden die Händler den Fensterladen. Und das Tiny House wurde auch hier erfunden. Über 2000 Fachwerkhäuser aus 8 Jahrhunderten gibt es hier. Manche kurios und einige auch krumm und schief und renovierungsbedürftig. Deshalb lernen junge Menschen hier von den alten Hasen die Techniken des Fachwerkbaus. Für die aktuellen und die zukünftigen Restaurierungen. Kommen Sie staunen!